Sie sehen hier den Kindle Touch im ausgeschalteten, im deaktivierten Zustand und sollten jetzt eigentlich gleich Ihr erstes Aha-Erlebnis haben. Sie sehen nämlich etwas, was Sie theoretisch gar nicht sehen können, einen Bildschirmschoner. Das ist ein schönes Beispiel für die E-Ink-Technologie, die ganz im Gegensatz zu ECD-Monitoren mit Pigmenten arbeitet, also wirklich vergleichbar mit einer Tinte. Bei dem System ist es so, dass das fertig aufgebaute Bild stabil bleibt, auch ohne Strom. Strom wird nur verbraucht beim Blättern, also beim Umblättern, beim Bildaufbau. Wenn Sie aber dagegen die Seite lesen, was ja die meiste Zeit machen, verbraucht es keinen Strom. Das ist einer der Gründe, warum dieser Akku so unglaublich lange hält. Ich schalte das Gerät an. Und Sie landen jetzt automatisch an der Stelle, wo Sie zuletzt gelesen haben. Er springt also immer an diese Stelle. Das kann ein Problem sein, wenn Sie 5 Kinder haben, die alle ihren Kindle Touch missbrauchen für ihre eigenen Zwecke, dann landen Sie dann natürlich sonst wo. In diesem Fall können Sie vorsichtshalber ein Lesezeichen setzen durch Tippen in die Ecke. Sie sehen jetzt diese umgeschlagene Ecke und durch nochmaliges Tippen löschen Sie dieses Lesezeichen. Und Sie können dann auch nach diesen Lesezeichen suchen. Ich gehe mal ins Hauptmenü durch Druck auf die Taste. Und hier haben Sie jetzt eine Auflistung Ihrer sämtlichen Titel, die Sie bisher gespeichert haben. Ich habe jetzt hier 7 Seiten und kann in diesen 7 Seiten blättern. Man kann sich vielleicht vorstellen, wenn Sie irgendwann hunderte von Titeln haben, dann wird das sehr rasch ziemlich unübersichtlich. Sie müssen da also irgendeine Struktur reinbringen. Und eine Methode sind die sogenannten Sammlungen. Ich habe zum Beispiel hier die Sammlung Fantasy, wenn ich die antippe, dann erscheinen die 3 Titel, die unter diesem Überbegriff gespeichert sind. Man könnte Sammlungen vielleicht vergleichen mit den Ordnern im Windows Explorer. Eine Sammlung anzulegen ist vergleichsweise einfach. Ich gehe auf Menü und wähle hier Neue Sammlung anlegen. Dann springt er mir automatisch in diese kleine nette Tastatur und ich nenne das Ganze jetzt mal Beispiel. Sie sehen, dass die Tasten immer invertiert werden, wenn ich sie treffe. Dadurch habe ich eine ganz gute Rückmeldung und ich bestätige jetzt. Und jetzt springt er mir automatisch in meine sämtlichen Titel und ich kann die jetzt in diese gerade neue angelegte Sammlung aufnehmen, dadurch, dass ich sie einfach anklicke. Ich wähle jetzt mal willkürlich 3 Titel und bestätige mit Fertig. Und siehe da, ich habe jetzt die Sammlung Beispiel mit 3 Inhalten. Und logischerweise sind es genau die, die ich gerade ausgewählt habe. Also damit können Sie Ihr ganzes Inhaltsregister ein bisschen strukturieren. Eine Sammlung zu löschen ist auch nicht kompliziert. Sie haben hier die Option, beziehungsweise Halt. Sie müssen auf die Sammlung gehen. Und jetzt sagen diese Sammlung löschen. Und jetzt beruhigt er sie, er ist nett, er beruhigt sie und sagt, keine Panik, ich lösche nur diesen Ordner, ich lasse aber die Finger von den Büchern. Also keine Scheu, Sie können Sammlungen ohne alle Hemmungen löschen, passiert nichts. Wenn Sie ein Buch aufrufen wollen, tippen Sie es an. Wenn Sie es länger antippen, bekommen Sie noch ein zusätzliches Menü. Hier können Sie jetzt zum Beispiel die Buchbeschreibung aufrufen im Kindle Shop. Das ist genau das Gleiche, was Sie im Amazon auch sehen. Was eine ganz brauchbare Option ist, ist hier die letzte ins Archiv verschieben. Wenn Sie ein Buch gelesen haben, verschieben Sie es ins Archiv. Damit wird es nicht mehr aufgelistet in den laufenden Titeln. Sie können es aber jederzeit wieder lesen, müssen es aber neu herunterladen, aber es verschwindet nicht. Aber es macht das Ganze sehr viel übersichtlicher, wenn Sie jedes gelesene Buch automatisch ins Archiv packen. Dann taucht es nicht mehr auf und die Liste der Titel auf Ihrem Kindle wird deutlich kleiner. Dann gehen wir mal in ein Buch rein. Ich habe jetzt bewusst eine relativ große Schrift gewählt, dass man das gut sehen kann. Sie können die Schrift verkleinern über diese klassische Geste, dann wählt er immer die nächste Schriftgröße. Sie können also damit nicht springen und Sie können es genauso gut vergrößern. Andere Optionen finden Sie hier über die Menütaste. Dieses AA ist zuständig für Schriftgrößen und jetzt können Sie auch springen zu relativ extremen Größen. Er zeigt Ihnen auch immer gleich an, wie das ausschaut.
Sie haben drei Schriften zur Verfügung. Auch die zeigt er sofort an. In meinen Augen ist die normale Schrift eigentlich am brauchbarsten. Und Sie hätten hier noch die Möglichkeit, den Zeilenabstand entweder zu verringern oder zu vergrößern und hier den Seitenrand zu vergrößern oder zu verkleinern. Geblättert wird über die Touch-Funktion. Ich markiere jetzt mal willkürlich zwei Sätze, damit man das besser sieht. Das geht über Drücken und Ziehen und hier über die Option Markieren. Und jetzt gehe ich auf die nächste Seite und mache hier unten einen Satz. Wähle auch wieder Markieren. Dieser schmale Streifen links ist zuständig für das Zurückblättern und alles andere für das Vorwärtsblättern. Es ist also wurscht, ob ich hier blättere, ich gehe wieder zurück, ob ich hier blättere, ich gehe wieder zurück, oder ob ich hier ganz am Rand blättere, ich gehe wieder zurück. Also schmaler Streifen links rückwärts, breiter Streifen rechts vorwärts. Ich lösche die Markierung wieder, draufbleiben und löschen. Eine wunderschöne Funktion, gerade bei englischen Büchern, ist die automatische Übersetzung. Wenn ich auf ein Wort gehe, wird mir hier die Übersetzung eingeblendet. Easterly ist östlich. Oder hier humming. Es brummend, summend. Und das ist in meinen Augen genial, weil ich war immer zu faul, mir noch ein Lexikon herzulegen, wenn ich ein englisches Buch lese und verliere natürlich viel am Inhalt. Und das passiert hier nicht mehr. Das finde ich klasse. Ich mache es gern so, dass ich mir die Wörter, die mir am Herzen liegen, rufe ich auf. Das war jetzt zu kurz. Und hier über die Option Mehr kann ich über Notiz hinzufügen. Kann ich hier jetzt brummend eingeben. Speichern. Das war jetzt die falsche Übersetzung, aber lassen wir es mal. Und jetzt kriege ich hier so eine Art Fußnote und wenn ich die antippe, dann erscheint mir dieses Wort. Und ich kann auch alle diese Notizen kann ich mir anzeigen lassen über kindleamazon.com und kann die dann auch ausdrucken. Dadurch kriege ich einen sehr schönen Wortschatz und zwar genau den, den ich haben will. Ich lösche die Markierung wieder. War jetzt zu hoch. Löschen. Menü bekommen Sie über die Taste oben und hier nochmal über die Taste Menü. Da haben Sie dann unterschiedliche Optionen. Sie können die Drahtlosverbindung wieder einschalten, wenn Sie zum Beispiel in den Amazon-Shop wollen zum Einkaufen. Sie können ein Querformat aufrufen, das mag für manche interessant sein. Dann haben Sie das Ganze jetzt quer. Gehen wir wieder ins Hochformat. Sie können auch übrigens ganze Sätze übersetzen. Über die Option Mehr. Das geht jetzt aber nicht mehr über das Online, beziehungsweise über das Lexikon, das Sie gespeichert haben, sondern es geht online über Wikipedia. Jetzt meldet er, er braucht die Drahtlosverbindung. Sage ich okay, meinetwegen, gehe online. Jetzt übersetzt er die Auswahl. Und dann kommt dieser wunderschöne Satz raus, aber während Mary und Pippin im Becken durch den Bogen baden waren. Ist also dieser völlig destruktive Google-Scheiß, den eigentlich keiner verwenden kann. In meinen Augen bringt diese Funktion also durch die Regel, durch die Bank nichts. Einzelne Wörter übersetzen, klasse, aber ganze Sätze ist das Ganze eigentlich wertlos. Ich denke, das reicht als ersten Eindruck mal. Also ich finde das Ganze sehr komfortabel. Er ist sehr leicht. Er ist von der Schrift her sehr klar. Er ersetzt vielleicht ein herkömmliches Buch nicht, aber in meinen Augen ist es eine sehr, sehr schöne Ergänzung.